Ja, hi. Ich habe mich bei FIFA 20 nochmal einfach für so ein Testspiel entschieden. Ja, hier mit Liverpool habe ich mal gegen Frankfurt entschieden. Ja, paar Einstellungen vorgenommen. Regen, Abendspiel im Sommer. Ja, nichts Besonderes. Jo. Gut, dann schauen wir mal. Ja, demnächst werde ich mal schauen, ob ich noch mal irgendwie so eine Liga mache. Weiß es noch nicht. Jetzt aktuell kommen wir erstmal so ein paar Testspiele. Gut, wie na sehen, nicht doch gerade nichts hinkriegt, aber ja. So, sehr schön. Wir In sind zu Gast in England, schön Anfield. So Regen. weit, so gut. Aber die schlechte Nachricht ist, es regnet. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind live vor Ort. So ein Spiel lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und das ist natürlich eine Partie, die einiges im Angebot bereithält. Liverpool gegen Eintracht Frankfurt. Schon ein Prestigeduell, Wolf. Auch wenn es auf dem Papier um nichts geht, wird das eine interessante Partie. Im Abschluss ist Mo Salah natürlich immer wieder ein enorm wichtiger Spieler. Ja, und die werden hoffen, dass das heute wieder der Fall ist. Wenn das funktioniert, gehört er zur absoluten Spitze. Wenn wir uns die Titellisten der frühen 90er anschauen, dann fehlt ein Name, Eintracht Frankfurt. Und das, obwohl die Frankfurter damals mit den schönsten Fußball spielten. Ja, und das war schon schade, dass es da nicht für den Titel gereicht hat, für den großen Wurf. Das war eine unvergessene Mannschaft mit absolutem Zauberfußball. Hier ist die Aufstellung von Liverpool. Im Tor ist Alisson. Sadio Mané steht mit Mohamed Salah auf den Flügelpositionen. Und sie ja, habe starten ich nicht gerade so auch heute offensiv, vorne dasselbe nur ein Problem. Stürmer. Naja. Aber Und wenn we aus dem need Mittelfeld Unterstützung kommt, dann kann das klappen. Fehler in der Darstellung. Ja, vielleicht muss ich irgendwann das Spiel mal nochmal runterwerfen, nochmal neu Trupplade, Eintracht vielleicht hängt Frankfurt es geht Leute mit dieser mit Aufstellung ins zusammen, Spiel. keine Ahnung. Sie spielen es heute Dann können wir im das ja eigentlich auch wegtricken. 4-5-1, wenn Ja, ich es richtig und sehe. dann Das ist fangen wir mal richtig. an. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Dann müssen sie nachrücken. Fabinho. Anderson. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Vorne jetzt die Balleroberung. Sieht gefährlich aus. Sieger ist Sieger. Zweimal gehen dahin. Ballverlust Liverpool. Super, wie sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Jetzt für Firmino. Und er gewinnt den Zweikampf. André Silva. Anderson. Nun Firmino. Van Dijk. Fabinho. Und Firmino. Oh Mann. Sie haben den Ball. Mohamed Salah. Anderson. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Rode. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Ja, was willst du da machen bei so viel Druck? Weg ist der Ball. Anderson. Mohamed Salah. Und Firmino. Jorginho Wijnaldum. Super Tackling. Robertson. Mané. Roberto Firmino. Klasse Pass. Die Chance. Souverän gemacht vom Es Torwart. kann doch nicht wahr sein. Weg ist der Ball.
Gefährlicher Vorstoß. Mohamed Salah. Die Chance zum Tor. Haben wir es auch schon gedacht, dass es abseits ist. Und das war wichtig, dass die Fahne hochgeht. Sonst hätte er hier das Tor machen können. Jetzt der Ballverlust. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Ja. Flach kommt das der Ball. War jetzt ein Ding. Ballverlust. Der wollte ich nicht spielen. Da wissen Sie nicht mehr, wohin mit dem Ball. Einwurf. Und er macht natürlich den langen Pass. Oh. Mané. Da muss er flanken. Den klärt er gut. Firmino, Mohamed Salah. Sie versuchen es. Und den hält er fest. Gut gemacht. Energische Aktion von Fabinho. Roberto Firmino. Super dazwischen gegangen. Jordan Henderson. Fabinho am Ball. Firmino. Ja, schöne Aktion. Gut dazwischen gegangen. Roberto Firmino. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Das ist ja alles echt gar nichts. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Stark gemacht. War das jetzt noch ein Foul? Ne, eigentlich nicht. Nee. Jo. Da kommt die Ecke. Kostic. Was macht er draus? Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ja, klasse. Das ist kein Sau. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen. Gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Sie holen sich den Ball. Was ist denn jetzt? Oh, der pfeift. Freistoß. Fängt diesen Ball ab. Liverpool dominiert diese Partie bislang natürlich im Hinblick auf Ballbesitz. Aber beim Ergebnis hapert es, das ist eine Enttäuschung, nur unentschieden. Die Chance. André Silva. Alisson hält, Ball ist noch im Spiel. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Timmy Chandler. Und da ist der Ball wieder weg. Einfach klasse, wie er diese Chance vereitelt, wie er das Unentschieden verteidigt. Da wären sie fast in Rückstand geraten. Liverpool mit dem Ballverlust. Scheiße. André Silva. Das macht er gut. Kein Tor. Da sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Jojo. Trent Alexander-Arnold. Anderson. Jetzt Firmino. Jordan Henderson. Ja, der ist platt. Chance zur Führung. Ja, geht gut dazwischen. Jawohl. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Na, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Hinteregger, Kostic, Mijat Gacinovic.
Da ärgern sie sich. Ballverlust. Firmino. Ronaldo. Ballverlust. Ich kenne gar nichts. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Das ist zu wenig, was Mohamed Salah hier heute auf den Rasen bringt. Er kann auch nicht zufrieden sein, da muss mehr. Nicht viel los. Mal gucken, ob das so besser wird. So, jetzt gehen wir rein in Durchgang 2. Anstoß hat Eintracht Frankfurt. Da ist der Torwart hellwach und passt auf. Jetzt Hinteregger. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Da kommt Firmino. Bringt den Ball jetzt an den kurzen Posten. Oh. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Ronaldo. Mané. Sadio Mané. Flanke jetzt. Oh die Mann. Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Und Kopfschütteln am Spielfeldrand. Ja, ja. Wie kann man so eine Chance vergeben? Er kann es überhaupt nicht fassen. André Silva. Filip Kostic. Mija Gacinovic. Nee, den Ball trifft er nicht. Oh, Jesus. Kostic. Ball geht direkt wieder zurück. Filip Kostic. Einfacher Ball hier für den Torwart. Mané. Guter Vorstoß. Kann was werden. Jetzt hat er Platz. Jetzt muss er flanken. Unglaublich. Den Ball kann er klären. Eine Flanke. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an ihm dran sind. Gute Aktion. Mané. Firmino. Der ist heute wirklich gut drauf. Ein echter Fels in der Verteidigung. Mijat Gacinovic. Roberto Firmino. Und die Situation geklärt. Gefährlich! Hereingabe! Gut dazwischen gegangen. Oh, immerhin den 60er. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Mijat Gacinovic. Chandler. Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus. Ronaldum. Klasse Pass! Jetzt ist er durch. Mohamed Salah. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert jetzt hier. Ja, ohne Worte. Treffer. Boah, leg mich doch am Arsch. Das hatte ich echt mal, hatte ich gedacht, gut rausgespielt. Er geht in den Strafraum. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Rode. Foul, aber Vorteil. Geht erstmal weiter. Der Ballverlust. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gut gemacht da draußen. Da passt er auf. Das kann doch nicht wahr sein.
Es gibt eine Auswechslung bei Eintracht Frankfurt. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Wijnaldum. Oh, das sah vielversprechend aus. Almami Touré. Die Chance auf den Konter. Kann er was draus machen? Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Wenn er da so rein, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Er kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. So, Buschi, bei Liverpool sehen wir einen Spielerwechsel. Ja, Roberto Firmino wird den Platz verlassen. Ah, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Freistoß wird ausgeführt. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Schöne Chance. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Oh Mann. Das könnte in die Box gehen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Nun Nils Anker. Was Dost. Da geht er gut in den Zweikampf. Ballverlust Liverpool. Leck mich doch am Arsch. Mohamed Salah. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Flanke kommt so hoch. Das was war eine Flanke. Einwurf Frankfurt. Almami Touré. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Da ist der Torwart da. Und ich mach mir nicht. Da haben sie nochmal die Chance durch diese Ecke. Das ist doch ehrlich. Ich bin so blöd. Jetzt die Ecke. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Könnte den Konter geben. Kostic. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Eine einmalige Atmosphäre ist das hier und heute im Stadion. Wie auch immer das Spiel ausgehen wird. Die Liverpool-Fans haben ihren Spaß und feuern pausenlos das Team an. Ihre Möglichkeit, die Mannschaft zu unterstützen. Van Dijk ist zur Stelle. Endspurt. Noch 5 Minuten. Und hier ist alles drin. Heute könnte ein Treffer gleich auch der entscheidende sein. Er entscheidet auf Freistoß. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Naby Keita. Pass auf die Außenbahn. Xherdan Shaqiri. Vielleicht die Führung jetzt. Da ist ja, Leute, ich habe Tor gemacht. Ist vielleicht schon der Sieg. Ja, Wolf, blicken wir auf in der 87. Minute. Mit der Führung im Rücken tickt die Uhr jetzt für sie runter. Und jetzt nochmal volle Konzentration, nur noch ein Tor Unterschied. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Haben die eigentlich auch gut rausgespielt. War
war das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es, es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Der Ballverlust. Oh. Weg ist dabei. Oh shit, falscher Knopf. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Il Sanka. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. Scheiße. Oh, hier, ganz deutlich. Wahnsinn, ein knappes 1:0. Ist das Spiel vorbei. Wirklich schlechtes Wetter, dafür aber ein richtig gutes Spiel. Ja, das Wetter habe ich schon nach ein paar Minuten überhaupt nicht mehr gedacht. Dafür war das Spiel viel zu mitreißend. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Ja, der hat das Spiel entschieden mit seinem späten Treffer. Das ist natürlich das Entscheidende. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wie ihr hier wieder gesehen habt. Also ich bin keine Koryphäe in FIFA. Wieder ein mühsames 1:0. Ich spiele nur auf Halbprofi. Naja, vielleicht werde ich irgendwann ja mal noch besser. Ne? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Gut, bis dann demnächst. Hier seht ihr noch eine kleine Übersicht. Jo. Bis dann. Ciao.